Mein Name ist Thijs Leenaars und ich leite den Rundfunkchor Berlin. Man findet unseren Chor in den Konzertsälen dieser Welt, aber auch in Clubs, Parks, Hotels, Industriehallen, Ausstellungen oder in der Kirche. Heute sind wir in Kreuzberg. Hier leben die verschiedensten Kulturen miteinander. Das Hotel Orania Berlin ist bekannt für seine vielfältigen Konzerte mit KünstlerInnen, die in Berlin leben. Dort habe ich mich mit SängerInnen unseres Chores zum Musizieren verabredet. Sie haben Musik ausgewählt, mit der sie persönlich etwas verbinden. Gleich treffe ich unseren Tenor Jan Remmers auf ein Lied. Jan, darf ich dir was vorlesen? Unbedingt. Es trifft gewiss zu, dass die Hoffnung eine Gnade ist. Aber fraglos ist sie eine schwierige Gnade. Sie fordert zuweilen unsere Bereitschaft, auch im Scheitern eine Chance zu sehen, in der Niederlage eine neue Möglichkeit. Vielleicht ist die Hoffnung die letzte Weisheit der Narren. Worte von Siegfried Lenz. Du hast dir ein Lied ausgesucht zum Thema Hoffnung. Wieso das? Dieses Lied begleitet mich, wie wahrscheinlich auch die Hoffnung, schon mein gesamtes Sänger- und Musikerleben. Es ist von Hugo Wolf, Der Genesene an die Hoffnung, nach einem Gedicht von Eduard Mörike. Ich habe es damals noch vor dem Studium eigentlich kennengelernt, noch bevor klar wurde, dass der Weg, Sänger zu werden, überhaupt möglich ist. Aber es hat mich interessiert und gefesselt und ich habe dieses Lied ungelernt, also als ungelernter Sänger, einfach mal versucht zu trällern. Es hat mich unglaublich fasziniert, dieses Lied. Du bist aufgewachsen, hast du erzählt, auf einem Bauernhof. Und trotzdem bist du zur Musik gelangt, was für mich, aber vielleicht sehe ich das falsch, nicht selbstverständlich ist. Wie kam es zu der Musik? Irgendwie wusste ich so spätestens als Teenager, dass mich wirklich interessierte und dass ich da dranbleiben wollte. Ich hab auch herausgefunden, dass ich ein absolutes Gehör habe in der Zeit. Vorher gab es das nicht, weil ich einfach vorher nur sehr sporadisch mit Musik in Verbindung gekommen bin. Ich habe meine erste Oper mit 16 Jahren erlebt. Und wusstest du dann aber gleich, das ist es? Ich wusste, dass ich mehr davon will. Jetzt zum Lied, Hugo Wolf, Der Genesene an die Hoffnung. Was möchtest du den ZuhörerInnen mitgeben? Jeder nimmt etwas anderes mit. Das ist eine Reise vielleicht in die eigene Psyche, in die eigene Persönlichkeit bei jedem Hörer. Und das kann er für sich nachklingen lassen. Seitwärts von den Ebenen.
Herzen wie ein Kind.